So, herzlich willkommen beim Motorradmagazin und auf der Moto Austria, der größten Motorrad- und Rollermesse in Österreich im Jahr 2024. Und da haben wir jetzt ein ganz besonderes Stück gefunden. Wenn wir uns das einmal kurz anschauen, die EFO EM8, ein bisschen ein komplexer Name, aber ein ganz, ganz interessantes Motorrad mit Elektroantrieb. Das hat uns gleich mal irgendwie so angezogen beim Vorbeigehen. Und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. So, herzlich willkommen zurück auf der Motor Austria, auf der Messe und beim Motorradmagazin. Und wir schauen uns heute dieses Modell an, dieses neue Modell für 2024, die EFO EM8, ein Elektromotorrad, das uns irgendwie an ein anderes Motorrad erinnert, das wir kennen. Wir haben da den Daniel von EFO neben uns stehen. Daniel, herzlich willkommen. EFO, wofür steht das? Das kommt von Elektrofahrzeuge Oberhauser. Oberhauser, ein Familienname aus Vorarlberg. Seit 20 Jahren auf dem Markt als Händler und seit 7 Jahren auch im Elektroroller und Elektromotorradgeschäft. Ja, also wir sehen da am Stand, und die kennen wir ja auch, das sind die Roller, die ihr im Programm habt, die sind ja auch recht erfolgreich schon in Österreich, aber das ist jetzt euer erstes Motorrad, oder? Richtig, eine Leidenschaft von uns ist das Motorradfahren, und wir wollten immer ein Elektromotorrad für eine breite Zielgruppe. Dieses Fahrzeug fällt in die 125 Kubik Führerscheinklasse rein. Uns gefällt es optisch sehr gut, Kraft hat es genug, macht Spaß, es zu fahren. Also schauen wir es uns einmal an. Also ein bisschen, ich habe es zuerst gesagt, erinnert uns an ein gewisses Modell, ja, an ein amerikanisches Fahrzeug, aber das ist ja keine schlechte Referenz natürlich. Also es ist der Typ eines Cruisers, eines Dragsters, könnte man sagen, so wie da steht, also relativ flach, relativ lang und auch relativ muskulös, aber jetzt nicht schwergewichtig. Wie schaut es da mit dem Gewicht wirklich aus? Also das Eigengewicht ist 176 Kilo, also weit unter einer möglichen Inspiration. Okay. Deswegen funktioniert auch das Schieben gut, das Kurvenliegen, das Kontrollieren ist absolut problemlos bei diesem Motorrad. Ja. Das Herz ist natürlich der Elektroantrieb, und da gibt es natürlich Kernzahlen dafür, also wie stark ist sie, wie viel Batteriereichweite, also wie viel Batterieleistung hat man, wie groß ist die Reichweite? Also der Motor ist ein Radnabenmotor, das heißt möglichst wenig Wartung ist nötig. Direkter Antrieb mit 8000 Watt, Dauerleistung 14.000 circa ist die Spitzenleistung. Wir haben einen 8500 Kilowattstunden Akku verbaut, der reicht mit bis zu 200 Kilometer für kurze Sonntagsfahrten durchaus aus. Ja, also 8,5 Kilowattstunden, wenn ich es jetzt richtig glaube. Genau. Und das heißt 14 kW Spitzenleistung, das sind so in etwa jetzt 20 PS. Richtig, ja. Richtig, genau. Ja. Das heißt Spitzengeschwindigkeit, was erzielt man damit? 120. 120 km/h, also das ist natürlich für ein A1-Fahrzeug, also Klasse 125 Kubik, ja mehr als stattlich. Und die Reichweite haben wir gesagt noch einmal? Bis zu 200 Kilometer bei vorsichtiger Fahrweise, 170 bei Bergfahrten kein Problem. Okay, es ist natürlich nicht mehr an einem Lithium-Ionen-Akku verbaut? Ja, natürlich. Ja, okay. Und wir sehen, dass wir da ein sehr, sehr schönes Instrument haben, ein TFT-Instrument, ein rundes. Sehr klar, sehr kontrastreich. Was kann man damit alles machen? Gibt es da Connectivity oder solche Fähigkeiten? Ablesen natürlich auch im Sonnenlicht problemlos möglich. Es gibt eine Bluetooth-Möglichkeit, um das Display noch etwas anzupassen, ja. Anzeigen rauszunehmen oder reinzunehmen. Man sieht die Gradanzahl, also die Temperaturanzahl vom Kontrollgerät und vom Motor. Die Akkuanzeige natürlich, das ist sehr wichtig bei einem Elektrofahrzeug, die gefahrene kmh und die gegenwärtig gefahrene Stufe. Okay, und dann haben wir da natürlich etwas, was uns sehr erinnert an Motorräder, die wir kennen, aber darunter verbirgt sich sicher was anderes, oder? Ja genau, da ist der Ladeport. Okay, machst du uns den einmal kurz auf? Oder? Ja. Gut, und da sehen wir jetzt einen Stecker für? Typ 2. Ja. Das ist der gängige Ladestandard für eigentlich alle größeren Elektrofahrzeuge, auch PKWs. Das heißt, man kann ihn zu Hause bei der Wallbox laden oder unterwegs bei einer Ladestation. Von uns zum Fahrzeug bekommt man einen Typ-2-Stecker zu einer ganz gewöhnlichen Schuko-Steckdose, damit man wirklich überall im Haushalt laden kann. Ja. Und das Ladegerät ist im Fahrzeug integriert? Das Ladegerät ist im Fahrzeug integriert. Dabei muss man nur noch das Kabel dazwischen. Okay.
So, jetzt kommt eigentlich dann noch die wichtigste Frage. Was kostet die EM8? Der Listenpreis ist bei 7.990. Mit der neuen Förderung, die es in Österreich gibt, mit 1.200 ist man bei rund 6.8. Also da bewegen wir uns eigentlich in Rollersphären, muss man sagen, oder? Richtig, nur dass dieses Fahrzeug natürlich schon recht ansprechend ausschaut natürlich. Ja, nicht nur ansprechend ausschaut, sondern auch von der Leistung, von den Leistungsdaten her und vom Fahrvergnügen, das man haben wird, wahrscheinlich auch einen großen Unterschied macht. Ne? Das Fahrvergnügen ist natürlich auch wichtig bei den Bremsen. Da haben wir ABS-Bremsen verbaut und das ist natürlich schon sehr ausschlaggebend auch für den Spaß unterwegs und das funktioniert bei dem Preis auch. Ja, okay. Jetzt machen wir noch eine kleine Sitzprobe. Ich setze mich da noch schnell mal rauf, dass man sieht, wie das sein könnte. Das heißt, ich habe natürlich auch eine Möglichkeit, einen Passagier mitzunehmen, sieht man auch. Und naja, das ist also moderne, eigentlich ganz lässige Cruiser-Haltung. Ihr seht, die Beine sind ein bisschen weiter nach vorne. Wir haben einen schönen breiten Lenker, so ein bisschen so Drag-Style mit Lenkerendenspiegel. Schöne Instrumentierung eigentlich auf jeder Seite und eben dieses wirklich schöne, runde Instrument, das da sehr schön in die flache Linie integriert ist. Na, gefällt mir wirklich gut. Naja, also eine Überraschung hier auf der Moto Austria. Ein Fundstück für uns, ganz, ganz interessant. Daniel, herzlichen Dank. Wenn man sich interessiert für das Fahrzeug, Homepage, vielleicht gibt es noch an. evo-elektroroller.at, da gibt es Händler in ganz Österreich, da könnte man sich informieren oder auf der Homepage oder direkt bei uns. Ja. Also, wer sich dafür interessiert, wir blenden auch die Adresse dann nochmal in der Videobeschreibung ein. Muss sagen, ist wirklich ganz witzig. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass wir mal fahren damit im Laufe der Saison. Würde uns wirklich interessieren. Ansonsten freut mich, dass ihr mit dabei wart. Freut mich über einen Kommentar oder ein Like. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut. Für diesmal danke sehr fürs Dabeisein und bis bald.